So, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Und wie immer bei diesen Openings mit dabei, der Robin. Hi, Robin. Hallo. Na? Hast du Bock? Ja, ich habe mega Bock. Das ist ja einer der super gespannt. Heiß erwartetsten Sets aus dem letzten Jahr. Und jetzt ist es schon dieses Jahr und es redet schon wieder keiner mehr drüber. Außer wir. Ja, ist es nicht letztes Jahr, ist es nicht dieses Jahr rausgekommen? Ist es nicht im Januar rausgekommen? Es ist im Januar rausgekommen, genau. Aber im letzten Jahr haben sich alle mega über Dominaria Remastered gefreut. Und dann kam es raus und dann war es auch schon wieder vorbei. Genau, weil dann wollte es keiner mehr haben. Und ich habe 6 Booster organisiert bekommen. Vielen Dank dafür, die sind gesponsert. Und danke, danke. Der funny Part ist, ich habe mich irgendwie vergriffen und ich habe 3 deutschen, 3 englische geholt. Ja. Und ich habe den neben Robin gefragt, willst du die deutschen und die englischen haben? Er hat sich jetzt natürlich die englischen zu nehmen. Natürlich, weil es einfach besser ist, die englischen zu haben. Und jetzt haben wir so ein bisschen im Battle, ob deutsch oder englisch hier besser ist. Ausnahmsweise mal gucken wir mal richtig rein. Genau. Fangen wir mal an. Wie immer bei diesen, Special Sets haben wir nur 3 Booster, weil die sind relativ teuer. Ja. Und wir machen die trotzdem relativ gleichzeitig auf, genießen uns mit diesen wunderschönen Artworks und Karten ein bisschen länger und dann habt ihr trotzdem alles Spaß. Genau. Phyrexianischer Wüter. Weil es halt noch keine Set-Booster davon, ne? Stimmt. Stimmt, das gibt's nicht. Deswegen. Ich kriege schon wieder den Namen, so phyrexianischer Pfeilschwanzkrebs. Gott, deutsche Namen sind so schlimm. Aber sie können auch manchmal echt witzig sein. Also. Ja, phyrexianischer Entkräfter. Und guck mal, den habe ich ja auch, den Phyrexian Debaser. Okay, das ist wirklich. Das klingt wie so eine Soundeinstellung. Ja. Ey, mach mal den Debaser an. Den habe ich sogar mal gespielt, den weiß man ja. Oh. Tatsächlich. Der ist auch, regelmäßig wird er ja auch noch gespielt in so Flicker-Decks. Also jetzt nicht competitive, aber. Casual. Legacy Staple, die Baracken leeren. 4 Mana, 2-1-1 Goblins mit Sturm. Ja. Wow. Wo wir gerade bei Flicker waren, Momentary Blink ist auch bei mir drin. Ja. Oh. Das habe ich zum Beispiel nicht verstanden. Warum so eine Karte, die ja noch gar nicht so alt ist, da nochmal gereprintet wird, das habe ich echt nicht verstanden. Weil sie wird in Commander tatsächlich, sie ist eine sehr gute Karte für halt eben Landfall Commander-Decks als Commander, aber auch in jedem. Deck ist ja in den 99 drin. Und sie ist halt auch einfach eine sehr krasse Karte. Also ein Leben bekommen und eine Karte ziehen für jeden Landfall-Trigger ist schon krass. Mhm. Also Card Advantage und Life Gain ist schon cool. Tatsächlich, der Skirk Prospector, ich weiß, dass man den in Historic Goblins mit Muxus gespielt hat, um den früh rauszucheaten. Spielt man den auch in Legacy? Yes, Legacy wird der gespielt, hin und wieder mal sogar Modern, weil soweit ich weiß, ist der Modern legal. Ja, der ist auch Pioneer legal. Genau. Also eigentlich ist es ein ziemlich, ziemlich guter Goblin. Ich habe den sehr, sehr, sehr gemocht. Ja. Totenschleuderer. Wow. Es sind Namen. Aber wie cool ist auch dieses Artwork? Das ist so Oldschool Magic, dieses Artwork von Dragonblood. Yes. Ich glaube, die Karte an sich ist nicht besonders stark, aber trotzdem, das Artwork ist schon richtig Hammer. Ja. Oh. Wendung. Deiner Favorite-Karten. Gute Karte. Ich habe Wendung, tatsächlich, ich habe die auch mit Legacy gespielt. Man enttappt alle Kreaturen, Artefakte oder Länder von einem Spieler. Oder tappt sie. Man kann sich selber halt enttappen lassen. Aber Swords ist schon sehr cool. Swords kann man immer gebrauchen. Kann man wirklich in jedem Deck im Commander gebrauchen. Oh, ich habe hier so eine Flip-Karte. Wax to Wane. Ja. Ein Mana, entweder Target Creature gets +2/+2 until end of turn oder Destroy Target Enchantment. Das ist, kann ich mir schon gut vorstellen, dass man das so gut gebrauchen kann. Ich habe Leutnant Kita. Man kann einen angreifenden Kreatur 6/4 schicken. Du hast ein Legacy Stable. Sulfuric Vortex. 3 Mana Enchantment at the beginning of each player's upkeep. This deals 2 damage to that player. If a player would gain life, that player gains no life instead. Yes. Geile, also man geile kein Leben und jeder von uns kriegt zum Upkeep immer 2 Damage und dann mal gucken, wer länger überlebt. Und das wird tatsächlich in Legacy gespielt? Yes. Gute Karte. Warum? Weil man es schnell rauscheaten kann? Oder? Weil es in Burn so ein Finisher ist und sowas wie Betterskull oder Uro oder sowas Live-Gain gibt, einfach abschalten. Ah, okay. Spannend. Ganz gut. Dann habe ich einen Chainer's Erlass. Das ist ein Proper Stable. Echt? Sehr, sehr cool. Ja, also ist das so der Go-To. Ja, aber der war mal in Common. Aber das ist halt so der Go-To-Edict-Effekt eben in Common, weil man halt auch eben damit diese ganzen Boggle-Decks halt auch loswerden kann. Ja, stimmt. Stimmt. Ich habe den Peregrine Drake, 5 Mana 2/3. Nicht viel zu sagen da. Ja. Und unsere Foils? Länder.
erstmal Island, Sumpf, ey, diese Goblin. Basic Lands, ne? Also ich will ja, ne, wir sagen ja auch immer, Booster öffnen lohnt sich nicht, aber bei jedem Dominaria Remastered Booster, was ich aufmache, freue ich mich über diese Länder. Weil es sind ikonische Artworks von Islands, Swamps und so weiter und so fort. Und ich finde die halt richtig geil. Ich habe halt zu der Zeit, wo das originale Artwork war, nicht gespielt. Und das ist halt für mich eine ganz gute Gelegenheit, einfach so eine kleine Sammlung anzufangen. Und ich spiele sowieso Mismatched Basics. Ich weiß, ich werde dafür regelmäßig gehasst. Ja. Aber zu Recht. Das liebe ich einfach. Ja, und ein Elefantentoken. Ja, ich würde sagen, das ging even aus. Ja, nicht wirklich was crazy dabei, aber trotzdem. Naja, Sports schön. Und so Furic. Also theoretisch hast du vom Staple-Value her wahrscheinlich mehr. Vom richtigen Value wahrscheinlich sind wir da sehr, sehr gleich. Genau. So, und jetzt haben wir eben den Peregrine Drake bei mir am Old Border gesehen. Hier nochmal normal. Oh, nee, top da. Ah, sehr cool. Der Werbär. Oh mein Gott. Er hat den besten Flavortext überhaupt in Deutsch. Ja? In Deutsch steht darunter, in seiner Freizeit arbeitet er gerne als Anwerbär. Weil es ist ein Werbär. Wow. Und der Anwerbär ist wirklich gut. Ja, das ist schon echt geil. Hier heißt es, he exercises his right to bear arms. Bear arms. Wow. Ja. Oh, guck mal, aber witzig. Kriegsmarschall wird auch gespielt. Manowar. Nice. Manowar. End of the Battle. Okay. Ich dachte gerade, das wäre der Typ gewesen, den man millen kann, der da aufs Spielfeld kommt. Nee. Aber das war jemand anderes. Nee. Lull habe ich hier nichts. Noch. Lull. Fog-Effekt. Lull. Goblin Fälscher. Es sind die Namen. Wildwuchs ist tatsächlich eine coole Karte. Ja. Weil man noch zusätzlich ein grünes verzeugen kann. Den habe ich gerade eben auch gehabt. Ist der gut? Ich weiß es gar nicht, aber ich finde das Artwork sehr interessant. Und ich finde, man sieht mittlerweile nicht mehr so häufig aktivierte Fähigkeit für 0 Mana. Für 0 Mana, ja, das stimmt. Das ist wirklich so was richtig Oldschooliges. Fun Fact, Geralts Richtspruch, eine mega witzige Karte, habe ich damals als Jugendlicher, damals vor der Hälfte meines Lebens, das muss man ja echt sagen, die Hälfte meines Lebens, gespielt. Und ich fand sie großartig, weil ein Gegner für ein schwarzes und weißes 2 Karten abwirft. Und wenn er ein Land abwirft, kriegen die sogar noch Leben dabei. Und ich fand die so gut und die ist so Müll. Aber ich fand sie so gut. Ja. Ach, guck mal, jetzt habe ich hier noch eine Tatiova abgestaubt. Yes. Und schöne Karte. Oh, dann die Leer. Treffras Ruin. And as the battlefield sacrifices unless you return a non-leer land you control to its owner's hand. Yes. Also einfach ein klassisches Tryland eigentlich, ne? Ja, du musst halt was returnen. Das ist halt ein bisschen, die Leers sind ein bisschen schlechter, aber sie geben zumindest Triple Mana. Ich habe noch eine furchteinflößende Rückkehr. Auch eine sehr gute Karte für Staple, weil Legacy Reanimator und so ein Scheiß. Also nicht Reanimator, sondern Dredge. Du hast auch einen Staple tatsächlich. Mishra's Factory. Ich glaube, das originale Manland. Ja. Das erste, was so competitive sehr viel gespielt wurde. Mutterwall, der immer noch in Pioneer sehr krass gespielt. Ja. Und Also da hast du coolen Stuff, ich nicht. ich habe den Gehirnzerschneiderer, der sagt halt, Gegner muss die Hand abwerfen, wenn er stirbt. Aber du hast einen Hit, du hast einen richtigen Hit. Orzhas Inkubator, 3 Mana Artefakt. Nice. Kreaturen-Spells of the Chosen Type kostet 2 less to cast. Die habe ich in meinen ersten, also ich habe mir schon mal ein paar Dominaria Remastered Booster einfach so aus Fun gekauft. Und da habe ich den in Foil und mit dem alternativen Artwork drin gehabt. Und das war ein mega krasser Hit. Deswegen witzig, dass ich ihn hier nochmal ziehe. Ja. Sehr, sehr cool. Auch eine coole Karte eigentlich. Also gerade für Commander. Sehr aus irgendwas. Recoil. Recoil, Fun Fact, auch eine Karte, die ich mal gespielt habe im Legacy, als Marit Lage ganz groß war, weil man konnte einen Token bouncen und der Gegner musste den Handcut abwerfen. Das war großartig. Ah, okay, sehr gut. So ein 2-for-1 halt, ne? Ja. Ich habe da Foil. Oh, nochmal der Richtspruch in Foil. Geil. Der hat deine Story gespielt. Ja, ich habe einfach nochmal dasselbe Land leider. Und ein Schaf. Mäh. Ja, ist auch unentschieden, würde ich sagen, oder? Also auf jeden Fall, der Mythic-Count ist gerade bei mir einen Tacken höher. Ja. Und wir sind schon beim letzten Pack. Ja, das stimmt. Das ist halt so ein Trip down Memory Lane, so ein bisschen mit diesen Remastered-Sets. Würdest du eigentlich mehr oder weniger davon wünschen? Von Remastered-Sets? Tatsächlich mehr. Ich würde gerne einfach die Leute das erleben lassen. So Innistrad Remastered. Lightning. Chain Lightning. Brauche ich noch ein paar. Für auch Pauper, Burn.
Arms Donner habe ich bei der Fae auch mal gespielt. Ja. Für 3 Mana zu schnell Artefakt Verzauberung. Für ein rotes macht man noch Schaden dabei. Das war damals richtig großartig. Vor allen Dingen, die ist halt ganz großartig in Feather Commander Decks, by the way. Ja. Weil du kannst damit deine Kreatur targeten, also Feather zum Beispiel, und dann kriegst du die wieder auf die Hand zurückgelegt wieder, ja. Und kannst unendlich viele Artefakte kaputt machen. Ja. Ziemlich, ziemlich cool. Traubenkartusche, wieder ein Stormspiel. Fun Factor, wir haben 1 oder 2 Drafts im Store gemacht und ich habe gehört, dass jemand tatsächlich Storm gedraftet hat. Ja, es ist auf jeden Fall ein Archetyp. Man kann es, glaube ich, ganz gut bauen, auch wenn es immer so ein bisschen schwierig ist, das zu machen. Schwerter zu Flugschein, jetzt habe ich auch eins. Nice. Finde ich gut. Sehr gut. Ich finde es schade, dass sie immer dieses Artwork benutzen, aber ja, ist gut. Ja, was ist dein Lieblings-Sword zum Plowshare-Artwork? Tatsächlich ist es das Judge Reward. Ah, okay. Beziehungsweise das Player Reward. Gott. Ja, nee, es ist Judge Reward, aber es wurde nochmal reprinted in, ich glaube, Commander Legends. Kann ich mich dran erinnern? Ich weiß gar nicht. Also wahrscheinlich, wenn ich es sehe, kann ich mich dran erinnern. Ist so ein roter Dude, der so nach rechts wie so ein Echo immer weniger an Schwert macht. Ah, doch, ich weiß, was es ist. Ja. Kreisende Logik, auch eine Karte, die als ich gespielt habe in einem World Championship Deck. Ich habe so viele Karten gespielt in meinem Leben. Heilige Kacke. Ich habe wieder diese Doppelkarte. Oh. Du hast den Mystischer Wels. Wie heißt es denn? Mystic Remora, ja. Oh. Und du hast noch, irgendwas plus Chain Lightning. Also eigentlich sagt dir das Ding einfach nur, du solltest Burn spielen. Vor allem im ersten Booster hatte ich auch diese Flipkarte, also Wax to Wane und Sulfuric Vortex. Also irgendwas ist da im Misch-Ding falsch gelaufen. Falsch gelaufen, ja. Aber die Runde geht, glaube ich, sehr krass an dich. Ja. Da habe ich noch einen Impuls. Oh, sehr schön. Sehr schönes Artwork. Sehr cool. Ich habe noch einen Walduk Keeper of Flame. Oh, wow. Geil. Schön. Foil Counterspell. Hammer. Ich bin mir nicht sicher. Oh, ich habe noch eine Tormon Script, aber das ist auf jeden Fall ein richtig geiler Hit. Ja. Und ein Forest. Ich bin gespannt. Also ich werde zu faul sein, das auszurechnen. Ihr könnt mal sagen, wer glaubt, dass ihr gewonnen habt. Irgendwer wird wahrscheinlich auch nachgucken und sagen, oh, der hat gewonnen, weil, finde ich okay. Ich werde zu faul sein, das auszurechnen. Aber ich glaube, das ist nur eine Vermutung von mir, dass ich mit diesen Sachen zumindest es rausholen konnte, wenn wir jetzt, wie immer, wie wir das ja zum Beispiel auch bei der Pre-Release-Challenge machen, nur Foils und Rares mitnehmen. Das sind halt ganz wenige Hits bei mir. Aber ist es schon. Ich glaube, der Inkubator ist schon hoch. Na, ich glaube, der ist halt ganz schön im Preis gefallen, seitdem der nochmal reprintet worden ist. Mm. Und ich glaube tatsächlich, allein der Counterspell in Foil, ich glaube, der ist schon einen guten Penny wert. Und dann noch der Mystic Remora, der ist schon ziemlich, ziemlich gut. Eine Karte, wofür ich mir ja tatsächlich noch einen Secret Lair Drop gekauft habe. Was ich jetzt gelernt habe, sollte man nicht machen. Wenn eine hochpreisige Karte im Secret Lair Drop gedruckt wird, dann heißt das, dass sie im nächsten Reprint-Set irgendwann auftaucht. Ziemlich sicher. Ziemlich sicher sogar. Naja. Nee, aber das war auch wieder ein sehr schönes Opening. Ja. Bei mir sind sehr viele Doppelte dabei. Ich habe zweimal dieselbe Insel, ich habe zweimal den Sulfuric Vortex, ich habe zweimal diesen Doppelt-Celestia-Spruch. Ja. Aber ja, bei mir der Inkubator, den ich da mitnehme, und natürlich die Basic Lands, die sind top, wie immer. Braucht man nicht viel zu sagen. So ein bisschen krass finde ich schon, du hast einen sehr, sehr krassen Blaustich bei dir mit drin, mit dem, auch mit dem Old Border Impulse und so. Das ist schon ziemlich cool. Ja, das stimmt. Das sind halt wirklich, wirklich coole Packs. Hier wie immer die kurze Erläuterung, wir machen das nicht, weil wir es, also wir machen es, weil wir uns das leisten können, so ist es nicht, beziehungsweise Hedas wurde ja gesponsert, aber wir machen das nicht, um euch zu zeigen, wie cool Booster aufmachen sind. Wenn ihr Bock habt, Booster aufzumachen, dann macht die ruhig auf, niemand wird euch dafür haten, niemand wird euch in die Ecke schieben und schänden. Allerdings muss ich euch sagen, wenn ihr Karten haben wollt, kauft keine Booster, macht Einzelkarten über Cardmarket, kauft die da, spart euch wirklich, wirklich viel Geld. Und wir machen das hier für Entertainment-Zwecken. Genauso wie den Podcast. Radio Ravnica. Hi Robin. Genau. Nachgucken, auf dem Channel abonnieren gehen, liken gehen, dort jedes Video. Dankeschön. Und auch sehr ansonsten, Leute, könnte ich noch woanders treffen, oder? Worauf willst du hinaus? Zum Beispiel Twitch.
Zum Beispiel, ach so, ich dachte, du meinst einen Zweitkanal, den du hast. Ach so, ja, ja, darauf verziehen. Ich dachte, du wolltest auf irgendwelche lokalen, dass wenn man nee, mich in Berlin ja, irgendwo sieht, bestimmt, kann man mich auch gerne bestimmt, ansprechen. Aber ja, ich streame auf Twitch jeden Montag auf twitch.tv/gamerestreamt. Und mein Zweitkanal, solltet ihr den Stream verpasst haben, kommt meistens im Laufe der Woche danach der Stream auch auf gamerestreamte auf YouTube, also youtube.com/gamerestreamte. Vergangenheitsform, ja, sehr wichtig. Und da lade ich dann auch nach und nach die anderen Livestreams in voller Länge hoch. Und jawohl, genau, folgt mir da auch gerne. Yes, macht das bitte. Und ansonsten, like das Video, lasst einen Kommentar unten drunter. Und wenn ihr noch nicht gemacht habt, könnt ihr auch abonnieren, wenn ihr mehr Kram ja, vom definitiv, definitiv. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, haut ciao. Haut rein. Ciao.